Jo, was geht YouTube? Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute mit dem Spiel Köln gegen Bochum. 15. gegen den 17. Aber ich believe an die Kölner, dass sie heute 3 Punkte nehmen. Ich sage, es wird ein 2-1 für die Kölner. Es ist ein extrem wichtiges Spiel heute. Deswegen, die Kölner müssen unbedingt gewinnen. Ich glaube, es sind noch 5 Spieltage oder so. Und heute muss man gewinnen. Sonst wird es ganz, ganz eng. Und Mainz muss verlieren oder Punkte liegen lassen, am besten gegen Darmstadt. Das ist ja auch ein Verfolgerduell. Wir sehen uns später im Stadion wieder. So, hat man jetzt erstmal was zu Masten genommen. Danach im Stadion, glaube ich, gibt es noch eine Bratwurst oder so. Bei dem geilen Wetter jetzt erstmal ein geiles, kaltes Bier. Besser wird's nicht. Und jetzt geht's gleich rein ins Spiel. Ich glaube, es ist noch 1 Stunde ungefähr bis zum Anpfiff. Gleich sehen wir die Aufstellungen. Leute, hier seht ihr die Aufstellung beider Mannschaften. Die Kölner starten wie immer mit Schwäbe. Hinten links Jan Thielmann, Hübers, Chabot, Finkgräfe, Erik Martel, Lubicic, Meiner, Adamian, Kainz und Selke. Es ist echt wieder gut, dass Selke wieder zurück ist. Es ist mit Abstand der beste Stürmer meiner Meinung nach von Köln. Und dann die Bochumer mit Hofmann im Sturm und Koschinski, Osterhage, Stöger, Losilla, Bero, hinten links Bernardo, Schlotterbeck, Masovic und hinten rechts Felix Passlack und im Tor mit Manuel Riemann. Auf ein gutes Spiel, auf geht's FC! Heute überragende Plätze hier in der Südkurve. Hier sieht man auch die Bochumer Fans jetzt. Auch der Auslöschung sehr gut gefühlt. Köln! 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 Kö
Fazit zur ersten Hälfte. Sehr standardgesprengtes Spiel bis jetzt. Viele Ecken und viele Freistöße, aber sonst nicht viele Großchancen. Das ist das erwartete hart umkämpfte Spiel. Es geht halt 15 gegen 17, das merkt man. Beide Mannschaften sind jetzt nicht offensiv Spektakel schlechthin. Die Kölner am Anfang waren besser, danach kamen immer mehr die Bochumer, auch mit der Riesenchance. Ich glaube, von Hofmann war es. Aber ja, ich glaube, es wird so ein 1-0-0, 1-1 oder 1-0 maximal. Hier werden nicht noch viele Tore fallen, deswegen ist das Spiel viel zu viel langsam. Fast jede Minute eine Unterbrechung. Aber ja, ich hoffe, die Kölner gewinnen irgendwie. Nach dem 2:1, boah, das war wirklich Bierdusche, alles kam hier.
Wenn euch solche Stadien uns gefallen, dann lasst doch gerne ein kostenloses Abo und ein Like auf das Video da. Wir sehen uns spätestens, glaube ich, beim Mainz-Auswärtsspiel. Ich war noch nie auf einer Auswärtsfahrt, aber ich glaube, das wird ein einmaliges Erlebnis. Und falls Köln da wirklich 3 Punkte holt, man sieht echt gut aus mit dem Klassenerhalt. Sonst wird es echt schwierig, aber wir belieben weiter, wir müssen belieben. Und bis dahin, ciao Leute!